Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Daggerfall. Ich bin's, euer Max Deus, und wir sind hier in... Wie heißt der Ort nochmal? Hier in... Menevia bei Charonford. Und wir wollten ja jetzt endlich mal eine Bank finden, damit wir unser Geld da einbunkern können. Und ich hoffe, das ist schon mal... Nein, das ist nicht eine Bank. Oder vielleicht einen Laden, wo wir gute, ordentliche Rüstung finden. Den hier vielleicht. Der müsste Rüstung haben. Ich erhoffe mir sehr viel. Ebony Longsword, Ebony Saber 7 bis 16, 6 bis 20. Dann würde ich das hier eher kaufen. Ja. Und dann meins hier eher verkaufen. Schon mal jetzt ein super Deal abgeschlossen. Finde ich. So, da vorne. Wieder ein General Store. Ja, wir haben mehr als genug Geld mit. So. Haben tun die irgendwie nichts Gutes bisher. Eine schöne Unterhose auf jeden Fall. Besseres krieg, glaube ich, bisher nicht. So, wie sieht es hier aus? Der sieht sogar ein bisschen besser aus, aber wir werden jetzt nicht unser Geld dafür ausgeben. So, nordöstlich jetzt ein bisschen. Ich will jetzt eine Bank finden, wirklich. Können wir hier öfters mal in Charonford kampieren. Das müsste ein Laden sein. Wohl Pfandleier haben auch was. Eventuell gute Sachen. Wie das hier zum Beispiel. Achso, ja, ja, dann warte mal. So, erstmal dann das hier verkaufen. Ja. Was kostet das? 21.000. Pack mal erstmal. Nein, das wollte ich jetzt nicht. 30. Hä? Noch eine Null dran. Ja. Das ist ja super. Okay, dann packen wir mal hier 15.000 nochmal zurück. So. Warte. Ich habe bessere Idee. Wir haben ja das eine Ding da. Wie heißt das? Also den erstmal removen. So, Gold auch erstmal. 29997. Alles da rein. Dann nehmen wir das und das. Damit können wir das doch kaufen, oder? Not enough bargain. My prices. Gold pieces. Take it or leave it. Alles klar, dann haben wir das schon mal. Habe ich jetzt noch. Okay, wir geben jetzt erstmal so auf diese Art Geld aus. Hat
Habt ihr hier noch was? Nee. Machen wir das auf diese Art und Weise. So. Bisschen nach Norden. Das hier sitzt. Hier haben wir die Bank. So, dann können wir dem Deposit 200.000 will ich einzahlen. Okay, da steht 8,4. Ich wünschte, ich könnte mehr sehen. 8,4,6. Wie viel haben wir noch im Wagen? 8,3,8,11. Okay, dann haben wir jetzt erstmal nur noch diese Loan-Dinger, Credit-Dinger. Und schauen wir mal, ob wir damit noch irgendwas holen können, uns. So, hier jetzt nach Westen. Osten, Entschuldigung. Und dann können wir eigentlich schon wieder zurück zum Tomb von Lysandus, also Lysandus Grab, und es nochmal da versuchen, wenn wir jetzt auch ein bisschen mehr, wieder so ein Ding, aber okay, wir schauen, was der im Angebot hat. Adamantium Dicata, nee, wir wollen Ebenerz, weil Ebenerz besser ist. Nee, danke. Das wollen wir nicht. Und im Süden war noch einer, den wir noch nicht betreten hatten. Südwestlich ein bisschen. So, wo war denn der jetzt? Jetzt straight nach Süden. Und da haben wir den. Okay, besseres hat der bisher jetzt noch nicht. Aber okay, dann haben wir hier jetzt jeden Laden einmal abgesucht. Und dann können wir wieder zurück nach Lysandus Tomb. Das war doch das hier. Ne, das. So. Was? Ein Ghostly Waste Chatters? Okay. Interessanter Text auf jeden Fall. Aber dann können wir hier drinnen auf die 2 wieder gehen. Und das Ding endlich richtig erkunden. So. Autsch. Aber wir nehmen trotzdem jetzt. Jetzt können wir wirklich alles mitnehmen. So. Genau, hier waren ja die Türen. Boah. Ich war drauf vorbereitet und trotzdem erschrecke ich mich. Alter, wie die auch rauskommen. Wieso bin ich gerade so schreckhaft? Wo kommen die zuerst raus? Ja. So, dann muss der hier jetzt auch endlich mal aufgehen. So. Nice.
Hier drin war sonst gar nichts. Dann gehen wir hier mal weiter. So, dann nehmen wir auch mal alles mit. War jetzt nichts. Jo! Wo kam der Geist her? Alter! Okay. Den Geist habe ich jetzt echt nicht erwartet. Aber immerhin bestehen wir mittlerweile gegen die. So, und hier ist keine Geheimtür. So, was haben wir hier? Potion of Water, Water Breathing. Waffer. I breathe the Waffer. Okay, hier waren wir aber noch nicht. So, dann können wir jetzt nach oben. Giant Bat just died. Ich finde schön, dass die sich hier auch alle gegenseitig ein bisschen bekämpfen. Aber die sollen meine Nymphen bitte in Ruhe lassen, ja? Ich mag die Nymphen. Das sind meine Lieblingsgegner hier. Aus Gründen, die ich jetzt nicht genauer drauf eingehen will. Hä? Okay, interessanter Weg. Hat sich auch voll gelohnt, jetzt hierhin zu gehen. Okay. Hier geht es jetzt ganz normal weiter. Anscheinend. Hier geht es runter. Ah, okay. Hier kommen wir wieder zurück. Haben wir? Wie viel haben wir auf der... Okay, wir haben nicht viel auf Tasche. Also können wir noch ein bisschen laufen. Hier ist irgendwo eine Tür. Da vorne. So, da kommt gleich was auf mich zu. So, komm. Geh kaputt. Kaputt, geh kaputt, geh kaputt. Sonst habe ich jetzt keine Geheimtür übersehen, oder? Oder Wege oder sowas in der Richtung. Nope, hier jetzt nichts. Hier müssen wir hin. Also, nee, nicht den Weg, den Weg. Bin ich jetzt noch richtig? Sieht gerade noch so aus. So, da hinten noch. Hallo, Lysandros. Ich gehe von aus, dass es Lysandros ist, diese Mumie. Wie ist mir hier... Oh! Das war jetzt interessant, wie der ein entgehen kam. Ich bin jetzt gestorben. Okay, wieder ein neuer Bereich. Thank you.
Und wieder ein neuer Bereich. Aha. Okay, die leben noch. Also der eine lebt noch. Was haben wir hier? A Holy Candle. Ah, hier ist die Spinne gestorben. So. Eine Map. I finally drawn Vellum reveals the secret location of Moriadorf, which you record. Also wieder ein neues Gebiet entdeckt. Autsch. So, hier liegt noch was. Die Spinne hatten nichts. So, mal schauen, ob hier irgendwo was versteckt ist. Muss ich vielleicht noch ein bisschen näher ranzoomen. Da ist eine geheime Tür. Keine geheime Tür, aber eine Tür. So. Jetzt müssten wir einmal ganz kurz resten, weil ein bisschen Leben haben wir verloren. So, und jetzt schauen wir mal, wo wir hier noch nicht waren. Ja, komm, ein bisschen rauszoomen, ein bisschen. Genau, hier den ganzen Weg wieder zurück. Und dann hier nach oben. Sogar mit so einer leichten Schräge. So. Die wiegen sehr viel. Gibt es hier noch irgendwo was, was ich noch nicht entdeckt habe in Lysandros Grab? Ich entdecke hier gerade gar nichts. Aber das wird dann heißen, wir können... Ah, warte, hier? Ne, doch nicht, oder? Ne. Sah nur so aus. Das sah nur so aus. So, das muss jetzt, glaube ich, der Weg zurück... Ne, doch nicht. Das müsste der Weg zurück sein. Schade, ich hatte mir jetzt hier ein bisschen mehr erhofft. Aber naja, man kann nicht alles haben. Das müsste, glaube ich, der Weg zurück sein. Oder? Ja, das ist eines der Wege auf jeden Fall. Ist hier vielleicht eine Geheimtür irgendwo? Wo bin ich? Da hinten? Ich sehe hier keine. Ich höre hier aber noch irgendwo was über mir. Definitiv. Warum hat er hier eigentlich Ork-Statuen? Egal, wir gehen dann mal.
So, dann können wir auch mal. Was sind das eigentlich? The Buckington Tombs? Stopford End? Ripbrown Commons? Bellbrown? The Knave and Dragon Inn? Vanwood? Hier, Menevia. Das ist die Hauptstadt. Das ist dann die Hauptstadt. Und hier ist direkt so eine schöne Zentrale. Wo ist hier aber? Das hier müsste wahrscheinlich der Palast sein. Ich gehe mal davon aus, dass das der Palast ist. Das da. Können wir da jetzt eben. Je nachdem, wie spät es ist. 7:59 Uhr, okay. Können wir ein bisschen was verkaufen gehen jetzt. Und einkaufen auch. 9 bis 19, okay. Wie sieht es hier aus? Und wie sieht es hier aus? Okay, hier kann ich rein. So, was kann ich ihm verkaufen? Das kann ich auch verkaufen. Brief History of the Empire Part 2. Wagen habe ich jetzt nichts für ihn. So, was haben wir hier? Bisher noch nichts. Dann da vorne haben wir den nächsten Laden. Na, Büchereien, nee, danke. Okay, komm, wir machen jetzt 2 Stunden läutern. So, den können wir verkaufen, ne? Im Wagen haben wir ja nichts. Nee, danke. Mithril braucht man nicht mehr. Adamantium Staff. Jetzt wollen wir auf Ebony umsteigen. Ebony Maze. Wie sieht es eigentlich aus wegen Level? 73% haben wir für Level 9 erreicht. Das heißt, noch ein bisschen, dann kommen wir auf Level 10. Okay, der hat nichts. Wie sieht's hier aus? Der hat jetzt offen. Bisher noch nichts. Dem können wir auch nichts verkaufen, wahrscheinlich. Die Klamotten können wir auch mal gucken, was die so haben. Einfach nur um zu gucken. Vielleicht gibt es auch coole Klamotten für drunter. Man weiß das ja nicht. Und ja, dann haben wir hier die alle im Kreis. Müsste hier vorne gleich der nächste sein. Das dann im Süden. Das hier. Das müsste der nächste Laden sein. Ebony Tanto, nee, danke, den wollen wir nicht. Nicht alles, was hier angeboten wird, brauchen wir, auch wenn es in unseren Dingens ist.
unserem Level, den wir erreichen wollen. Kann man kaum noch erkennen, was die Frau da machen soll. Was ist das für ein Laden? Alibasta Wixley. Ein Büchershop. So, dann haben wir hier noch einen. Wahrscheinlich auf der Seite. Noch ein Bücherladen. Warum so viele Bücher? Ich glaube, muss man erstmal nicht verstehen. Rüstung. Nice. Nope. Und nope. Was habe ich eigentlich so viel im Inventar? Was? Ah, hier. Die Dinger. Ja, ich weiß, wo wir das verkaufen müssen. Ich hoffe, das ist schon der Laden. Das ist eine Bücherei wieder. Ernsthaft, warum sind hier so viele Bücher? Also Bücherläden. Braucht doch keiner. Okay, im Norden gibt es noch sehr viel. Wir gehen nordwestlich ein bisschen. Kaufen, verkaufen. So, genau, hier noch durch. Dann müsste ich hier gleich der Laden sein, der erste. Ist das hier? Aber wir haben Ingredients, genau. Hier. Im Wagen habe ich jetzt aber nichts an Ingredients. Und da haben wir den nächsten. Ich hoffe, kein Ingredients-Shop. Doch. Okay, Norden. So, das hier. Wo ist denn dein Gang? Hier, auf der Seite. Ah, hier können wir vielleicht was verkaufen. Sell. Können wir dem nichts verkaufen? Ne, wir können hier nur kaufen. Die Dinger hier. Was bringen uns die Dinger eigentlich? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, in Arena hatten wir sehr viele von denen. So fängt das Spiel an, so krass zu ruckeln. Wieder so einer. Okay, jetzt ein bisschen nach Nordwesten noch einer. Und dann komplett nach Osten durchrushen. Ah, da haben wir rein. So. Der Pfandverleiher. Sonst haben wir nichts. Wir fangen hier an. Was ist das? Adamantium. Ebony Daikatana, aber das ist zweihändig, ein Daikatana. Wir brauchen einen normalen Katana. Adamantium Daikatana. Finde ich echt schade, dass der keinen normalen Katana hat aus Ebenerz.
Was hat der im Angebot? Nope. Ist ja nix. Nee, schade, das ist bisher noch nix. So, das dann müsste wahrscheinlich der nächste sein. Mal gucken, ob der irgendwas hat für uns. Noch gar nichts. So, noch mal ein bisschen nach Osten. Müsste da der nächste Laden sein. So, genau das hier ist das. Das ist die Bank. Können wir dem mal Deposit. Machen wir mal so. Wie viel haben wir denn auf Tasche? 3102. Immerhin eine Bank gefunden. So. Ah, zwei Rüstungsläden. Ja, geil. Hat er nicht. Hat er auch nicht. Hier hat er nichts. Schade, dass sie nie was haben, was sich lohnt, was wert ist. So, jetzt mal kurz überlegen. Wir haben ja alle Läden jetzt hier abgeklappert. Dann können wir eigentlich hier Richtung Palast gehen. Mal gucken, ob die da auch Aufträge für uns haben. Oder warte mal. So, warte mal. Hier. I met with Lady Brisiana in the tavern room. She told me that the three major powers of the Iliac Bay are Daggerfall, Rarus and Sindel. If I am to investigate the mystery of Lysandro's ghost, I should start by speaking with the royal families of these fiefdoms. Uns wurde aber auch irgendwas erzählt. So, hier, the Kingham Graveyard, the Copperstone Graveyard, the Crypts of Hume Smith, the Copperslake Crypts, the Buckington Tombs und so weiter. Bisher. Ich sehe hier aber auch bisher noch nichts, was wichtig sein könnte. Hier das auch größte Gebiet. Ich glaube, die orangen Dinger. Hier, ne, da. Diese orangenen Dinger, die sind wichtig für die Quest. Ach, Hauptquest. Hier. Und hier auch. Castle Litovion. Hier. Wurmdred. Achso, hier kommen wir auch nicht weiter. Das ist aber auch krass. Also, die werden schon hier orange markiert. Die wichtig sein können. Gehe ich mal von aus. So, hier noch? Nee. Sorry, wenn ich jetzt gerade ein bisschen viel hier rumgucke.
Mirkwasser. So, haben wir hier auch noch irgendwo einen Orange und Dungeon? Machen wir mal die Towns aus. Hier, ja. Und Castle Fadi. Hier dann die Rennie Tower. Hier haben wir gar keine. Okay. Hier haben wir ein paar mehr. Dungeon of Peristere. Das ist Citadel of Wixton. Verdictor's Goal. Agron Laboratory. The Coven of Elysium. Voilodon. The Sahoda Cavern. Kes Necromogan. Gondissa Laboratory. Ah, okay. Die einige davon hatten wir schon. Privateer's Hold. Oder die Orangenen zählen als die, die abgeschlossen sind. Das weiß ich auch nicht. Ne, ich glaube eher, dass die Orangenen die wichtig sind für die Hauptquest. Ja, wo haben wir jetzt Mavia? Genau. Hier, das könnte vielleicht wichtig sein. Weil das ja orange ist. Dann machen wir hier auch nochmal ein Safe Game. Auf die 4. Dann brauchen wir erst einmal noch nicht ins Schloss zu gehen, sondern gehen hier rein. Und ich würde sagen, ab hier machen wir in der nächsten Folge weiter. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao!